Das Coronavirus und die daraus folgende Corona-Krise haben eine Eigenschaft. Sie legen Substanz frei und zeigen auch, wo keine Substanz ist oder weniger Substanz. Und das wird jetzt machtpolitisch auch immer drängender, immer wichtiger, denn wir sehen eine klare Verschärfung der Tonlage, vor allem seitens der USA, gegenüber China in Sachen Reparationen, in Sachen China ist schuld an diesem Coronavirus, hat die Ausbreitung nicht gestoppt, hat zu wenig dafür getan. Da häufen sich jetzt die Aussagen, vor allem von Trump und Pompeo, Außenminister Pompeo. Und jetzt wird sich zeigen, wie sozusagen die Gewichtungen sich hier verhalten werden. Wir werden ein Wiederaufleben des Handelskriegs bekommen, eine Art Handelskrieg 2.0 in der Corona-Krise. Und faktisch ist damit aber eigentlich ein großes, großes tektonisches Beben verbunden, denn wir sehen den relativen Abstieg der USA von der absolut unangefochtenen Supermacht hin zu einer Supermacht, die tolerieren muss, dass eine andere Supermacht aufsteigt und auf Augenhöhe ist. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die bisherige Supermacht diesen Aufstieg unter allen Umständen verhindern will. Man will den Konkurrenten nach unten drücken, nachdem man vorher mit Abstand der stärkste Kerl auf dem Schulhof war, und will nicht dulden, dass da einer kommt, der die eigene Autorität hinterfragt. Das geht derzeit jetzt immer schneller mit den Verbalattacken. Gestern schon Pompeo, der Außenminister, der gesagt hat, ja, China hätte Hunderttausende von Toten vermeiden können, wenn man transparent mit dieser Geschichte umgegangen werde. Und die Länder, viele Länder würden nun verstehen, dass es große Risiken habe, mit der Kommunistischen Partei Chinas Geschäfte zu machen. Immer wieder diese Kommunistische Partei, man spricht oft nicht von der von China, sondern von der Kommunistischen Partei, mithin also von den Kommunisten. Das ist so ein alter Reflex auch aus der US-Geschichte. Sie erinnern sich, Ronald Reagan und diese, naja, kommunistische Geschichte schon unter McCarthy in den 1950er Jahren. Kommunisten jagte sozusagen Kommunisten als letztendlich die Inkarnation des Bösen, eigentlich sozusagen das Gegenbild gegen einen selbst, wenn man so will. Und natürlich ist das nicht allzu erfreulich, was da sozusagen in Sachen Demokratie passiert, aber es ist eben möglicherweise die einzige Chance, erstmal ein so Riesenreich wie China zusammenzuhalten. Aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass Pompeo hier die Tonlage weiter verschärft. Dann jetzt, wie Nikkei berichtet, das japanische Wirtschaftsmagazin, überlegt das Weiße Haus, wie man jetzt an China rankommt. Eigentlich ist es ja so, dass man einen Staat nicht verklagen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber man überlegt, ob man sich an bestehende Klagen von Firmen und Privatleuten, die gegen chinesische Unternehmen klagen, gegen bestimmte Dinge klagen, die ihnen da widerfahren sind oder sein sollen, da will man sich hier dranhängen. Jetzt ist es eben so, dass die Kommunistische Partei kein Staat ist. Dementsprechend kann man sie auch eigentlich nicht direkt verklagen. Man könnte höchstens sozusagen über internationale Organisationen China anklagen als Staat. Mit der Kommunistischen Partei geht das nicht. Aber jedenfalls will man da offenkundig Geld rausziehen aus den Chinesen und sagen, ihr habt hier letztendlich das Ganze verursacht und deswegen müsst ihr bezahlen. Das ist faktisch der Versuch, die Chinesen eben nach unten zu drücken. Das ist die Fortsetzung des Handelskriegs mit anderen Mitteln. Was wir sozusagen nach vielen Kriegen ja sehen, sind die Forderungen nach Reparationen. Aber die werden meistens erhoben von den Siegern gegenüber den Besiegten. Nun haben die USA den Handelskrieg ja nicht gewonnen und auch nicht verloren, sondern man hat es mit so einem windelweichen Deal Gesichtswaren dann erstmal pausiert, aber das Ganze kommt jetzt wieder. Dann hat Trump heute Nacht gesagt, er wird in den nächsten ein, zwei Wochen in der Lage sein, zu erklären, ob China seine Verpflichtungen aus diesem Handelsdeal wirklich erfüllt hat. Und es könne sein, dass die Chinesen das tun, es könne aber auch nicht sein, so Trump. Das Weiße Haus hat in Gestalt des Pressesekretärs McEnany dann eine Erklärung veröffentlicht, wo man gesagt hat, ja, wir sind frustriert und enttäuscht von den Beziehungen zwischen den USA und China. Also, Sie sehen, es ist eine ganze Salve, die da jetzt kommt. Trump hat sich dann auch nochmal in dieser Coronavirus-Pressekonferenz, die er praktisch täglich macht, geäußert und sagt, wir sind durch die größte Attacke gegangen, die auf die USA jemals verübt wurde. Er spricht also von einer Attacke. Das sei schlimmer als Pearl Harbor damals, Anfang des Zweiten Weltkriegs, worse than World Trade Center, also schlimmer als die Attacken
2001 auf das World Trade Center. Und das hätte nie passieren dürfen, so Trump. Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es hätte direkt von China und in China gestoppt werden können, aber sie haben es nicht gemacht. Also das deutet doch alles auf eine klare Richtung. Wenn Sie sich interessieren für dieses Schauspiel, für diesen Machtkampf, das wahrscheinlich das 21. Jahrhundert maßgeblich bestimmen wird, dann empfehle ich das Buch von Graham Allison, Destined for War, vorbestimmt zum Krieg. Allison zeigt darin, dass in den meisten Fällen, wenn eine dominierende Macht herausgefordert wird durch eine aufsteigende andere Macht, dass es dann zu Konflikten kommt, auch militärischen Konflikten kommt. Die Chance ist dabei relativ gut, dass es auch zu bewaffneten Konflikten kommt. Das ist nun jetzt im Zeitalter der Atombombe etc. natürlich ein bisschen problematischer, aber wir werden da einiges vor uns haben. Das wird eine heiße Kiste. Gleich werden wir auch noch die Reaktionen der Chinesen drauf sehen, was hier die Trump-Administration sagt und tut. Wir schauen uns aber zunächst mal Konjunkturdaten an. Aus China, die heute reingekommen sind, chinesische Importe minus 14,2% jetzt im April. Das kann man sich vorstellen. Aber, und jetzt kommt der Hammer, die chinesischen Exporte sollen im April um 3,5% gewachsen sein. Wie das gehen soll, das möchte ich gerne mal wissen. Die ganze Welt im Lockdown, alles was irgendwie wirklich ökonomisch was auf die Waage bringt, ist zugeschlossen, wenn man so will. Aber China hat ein Plus von 3,5% bei den Exporten im Vergleich zum Vorjahr. Völlig irre, absurde Zahl. Vielleicht hat man alles nach Nordkorea exportiert, dann wieder aus Nordkorea nach China importiert und dann immer hin und her. So kann ich mir die Zahl vielleicht erklären. Realistischer schon das, was wir heute gesehen haben. Kaixin Einkaufsmanager Index Composite bei 47,6 aus China, also unter der 50er-Schwelle im Services-Bereich 44,4. Das ist schon ein wenig realistischer als diese Zahlen. Aber kommen wir zur Antwort Chinas auf das, was Donald Trump und die seinen sagen. Hier sagt zum Beispiel Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, dass die USA ja versagt hätten und es eben nicht so geschafft hätten, die Epidemie einzudämmen, wie China und Südkorea es geschafft hätten. Nun wollen sie ihre Beliebtheitswerte nach oben bringen, indem sie praktisch jetzt möglichst schnell auf eine Wiederöffnung der Wirtschaft drängen und sozusagen damit die Stimmung aufnehmen, weil die Leute genervt sind von diesem Lockdown. Wir sehen, dass hier der Botschafter Chinas in den USA mit Namen Kui Jiankai davor warnte, dass man hier mit Feuer spiele, wenn man so weitermache. Also wir sehen, dass das durchaus so langsam und immer stärker hochkocht. Wir haben ja vorhin Importe, Exporte gesehen, also die Handelsbilanz Chinas, und wir sehen, dass insgesamt der Handel zwischen den USA und China um 12,8% gefallen ist und damit mehr gefallen ist als durchschnittlich der Handel Chinas mit anderen Ländern. Die Importe aus den USA sind in China um 3% gefallen, während China 15,9% weniger in die USA exportiert haben. Jetzt heißt es in der South China Morning Post, die eine Hongkonger Zeitung ist, und damit noch einigermaßen frei ist, die sagte, dass man seitens der chinesischen Führung überlegen würde, US-Staatsanleihen so langsam abzubauen. Man hat ja 1,1 Billionen an US-Staatsanleihen im Portfolio. Und jetzt also die Überlegung, so heißt es, angesichts dieser immer sich stärker verschärfenden Töne, jetzt von wegen Reparationen, die China bezahlen müsse, überlege man sozusagen da mal ein bisschen die Amerikaner vielleicht zu ärgern, indem man Staatsanleihen verkauft, der Amerikaner. Aber das dürfte inzwischen ein stumpfes Instrument sein. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, wenn die Chinesen verkaufen, was passiert dann? Dann kauft schlichtweg die Fed, die ja Geld drucken kann ohne Ende. Und wir sehen hier die Treasury Purchases, also praktisch die geplanten Anleihekäufe, und das geht so massiv nach oben, über 2,6 Billionen Dollar wird das bald sein. Die Chinesen, wie gesagt, haben im Volumen von 1,1 Billionen Dollar. Die Fed könnte also relativ einfach dann das, was die Chinesen auf den Markt schmeißen, wegkaufen. Apropos Notenbanken, wir haben ja gestern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen in Sachen EZB-Anleihekäufe. Jetzt sagt die EZB sinngemäß, das geht uns nichts an.
Wir sind eine europäische Institution und das Einzige, was sozusagen übergeordnet ist, ist dann der Europäische Gerichtshof und nicht das deutsche Bundesverfassungsgericht. Deswegen sagt man seitens der EZB, liebe Bundesbank, kümmere du dich mal um diesen Nachweis. Das Verfassungsgericht hat ja der EZB 3 Monate Zeit gegeben, diesen Nachweis zu führen, dass es doch nicht irgendwie sozusagen verfassungswidrig sei. Jetzt muss die Bundesbank wohl diesen Nachweis machen. Man delegiert das also ein Stück weit nach unten. Und jetzt ist interessant, dass hier vor allem die Staaten wie Polen und Ungarn über dieses Urteil jubeln. Und sie haben da einen Punkt, der vielleicht in der öffentlichen Diskussion ein bisschen untergegangen ist. Denn es ist ja so, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das, was die EZB, eine europäische Institution, tut, ist verfassungswidrig, dann stellt sie sich im Prinzip über diese europäische Institution. Und das ist die Grundfrage, die Systemfrage, die sich stellt. Sind europäische Institutionen übergeordnet über nationales Recht? In der Regel ist das so, aber wenn das Verfassungsgericht durch die Bundesregierung gedeckt wird, dann haben wir ein richtiges Thema. Und das haben die Polen und die Ungarn, die ja bekanntlich EU-skeptisch sind, sehr klar erkannt und haben darin sozusagen einen ersten, ja, wie soll man sagen, Vorboten davon gesehen, dass europäische Institutionen an Macht verlieren werden. Auch das könnte ein Trend sein, dass wir sozusagen jetzt diese Zentralisierung, diese Bürokratisierung in Richtung Brüssel oder in Brüssel, dass diese Geschichte deutlich zurückgeht. In Sachen Aktienmärkte vielleicht noch der Hinweis, wir haben hier den irischen Handelskommissar für die Eurozone, Hogan, der gesagt hat, es könnte bis 2024 dauern, bis die Wirtschaft so einigermaßen wieder sich erholt. Und unten sehen Sie einen EZB-Mitglied, das ist der irische Notenbankchef, eigentlich ein britischer Finanzbeamter, McLough, wie er heißt, eigentlich ein britischer Finanzbeamter, der aber jetzt irischer Notenbankchef ist und davor in Neuseeland Staatssekretär im Finanzministerium war. Also das ist eine lustige Runde. Der hat auch gesagt, das wird jetzt lange, lange dauern, bis wir so etwas wie eine Erholung sehen. Diese V-Erholung, die die Märkte offenkundig annehmen, die sei überhaupt nicht der Fall, sei nicht zu erwarten. Wegen Corona natürlich. Und wir sehen, dass jetzt die Fälle hier, das Robert-Koch-Institut, dass die Fälle in Deutschland wieder über 1000 gestiegen sind, der täglich neu Infizierten. Das ist das erste Mal seit 1. Mai. Wir haben also jetzt im Prinzip seit 2. Mai rückläufige Zahlen gehabt. Jetzt geht es seit 5. Mai aber wieder nach oben. Und das ist ein ziemlich deutlicher Move nach oben. Möglicherweise sind das die Folgewirkungen von Ostern. Da war das Wetter gut, da waren die Leute viel draußen. Und wir sehen zum Beispiel in den USA eine interessante Statistik. In den Bundesländern, in denen teilweise geöffnet wird und geplant ist zu öffnen, dass da die Infizierungszahlen deutlich steigen wieder. Während da, wo der Lockdown nach wie vor gültig ist, die Fälle sinken. Und das belegt vielleicht auch eine Statistik hier, der Vergleich zwischen den Zahlen aus Frankreich und aus China. China 55 Tage davor, ganz ähnliches Muster. Die Franzosen ja auch mit einem sehr scharfen, sehr stringenten Lockdown. Jedenfalls sehen wir, dass die Zahlen da eine gewisse Parallele haben, aber Zahlen aus China sind ja so eine Sache. Schauen wir uns abschließend noch ein paar Charts an von Capital.com, die ich Ihnen hier aufrufe. Dann sehen wir hier den Germanski 30. Wo ist er? Bei 10.623. Wir schauen uns den S&P 500 an bei 2.865. Da ist wieder die sogenannte China-Rampe der Fall. Wir sehen ja ein Muster, das sich immer durchzieht. Wir haben zwischen, oder die Asien-Rampe, wir haben zwischen Ende des asiatischen Handels und europäischen Handels, Beginn des europäischen Handels, geht es nach oben. Das ist im Grunde Mitte März so. Und seit wir jetzt die letzten beiden Tage sehen wir ein Muster, dass die Amerikaner so hin und her handeln und am Schluss dann abverkaufen. Aber generell ist es so, dass wir eben, das wollte ich eigentlich noch zeigen, dass wir natürlich hier heute dann nochmal die Erstanträge haben, erwartet 2,5 bis 4 Millionen, Durchschnittserwartung 3 Millionen, aber dass wir an den Märkten vor allem jetzt diese Tech-Werte wieder extrem gepusht sehen. Wir sehen hier, dass beim S&P die Gewinnerwartungen um 28,4% gefallen sind, aber der S&P 12,7% gestiegen ist. Und das sind die Fängwerte, die jetzt praktisch auf Allzeithoch handeln in Relation zum S&P 500, also höher als in der Dotcom-Blase. Und hier sehen wir Growth gegen Value, das ist praktisch auf extremsten Niveaus. Nochmal zurück zu den Charts und da schauen wir eben hier nochmal
Auf diese leichten Aufwärtsbewegungen, die wir immer wieder sehen, es ist immer das gleiche Muster, da dreht jemand richtig lustig an der Schraube. Wir sehen, das Gold weiter unter Druck bleibt, 1668 und amerikanisches Crude Oil knapp unter $25. Also, wir haben einen säkularen Prozess des 21. Jahrhunderts, der durch die Corona-Krise praktisch beschleunigt wird. Das ist ein Katalysator. Und wir sehen den relativen Abstieg der USA. Die werden sich mit allen Mitteln dagegen wehren, diesen relativen Abstieg zu vollziehen, der aber unvermeidlich ist im Prinzip. Dementsprechend steigt das Aggressionspotenzial, steigt die Gefahr gegenüber dem Emporkömmling, den man runterdrücken will, steigt letztendlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal eine ziemlich heiße Geschichte und Kiste wird. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesem Sommer, heute Donnerstag, und das Wetter ist schön, meine Damen und Herren, genießen Sie es, ich sage Servus.